Ja, herzlich willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal und zu einem neuen Let's Play, das da heißt Glit, the Snail. ja, es kam am 15. Dezember diesen Jahres raus, also ist noch gar nicht so alt und ist ein Top-Down-Shooter und wir spielen da die Schnecke Glit, die ja durch eine minimalistische Welt unserer eigenen stolziert und bis an die Zähne bewaffnet ist und quasi gesehen, ja, also so wie ich es gelesen habe, ist es wohl so, dass die eine Nacktschneckenplage zu bekämpfen haben. Also es ist hier wohl Gehäuseschnecke gegen Nacktschnecken. Zumindest habe ich so verstanden. Also wir werden mal gucken, was uns hier erwartet. Prinzipiell fand ich, sah das grafisch sehr, sehr cool aus. Und die Idee dahinter ist natürlich auch geil. Kommt aus dem Hause Weird Beluga und Publisher ist Koch Media, also passt irgendwie von den Namen her der Entwickler auch sehr geil, Weird Beluga. Also irgendwie alles sehr Wasser- und ja, meeraffin. Schnecken, gut, Schnecken im Wasser, jetzt nur halt unterirdisch. Sie sind sehr schleimig und deswegen haben sie auch ein bisschen was mit Feuchtigkeit zu tun. Aber Beluga fand ich doch sehr interessant und sehr lustig. Ja, also wir gucken mal rein. Einstellungen sollten soweit passen. Meine Stimme ist ein Drittel lauter als der eigentliche Game-Sound. Ich hoffe, das passt so. Ansonsten muss ich dabei nachher im Schneidmodus noch ein bisschen was machen. Aber wir schauen mal. Ich wünsche euch viel Spaß, ne? Wir gucken mal rein. So, schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Gut, jetzt kommen wir Cutscene. Ich mach mich mal weg. Guajiba? Shiba jib java jib? Oh, jabacada chata. Sojo maracara. Saja bakwaja bachadaba. Seja uma guarda, bá. Chica pra quaga, já para de guarda, Seja, chica pra Wer hat das denn eingesprochen? Das hat ein bisschen was von, ja, wie der Jabba da hat, aber halt nicht als so dunkel, ne? Also von der Stimme her. So, wir können hier mit L uns bewegen und mit R können wir das Gewehr zielen. Okay, ja, verstanden. Aber muss man schon sagen, grafisch sieht das schon sehr, sehr cool aus, finde ich. Also für so ein, ja. Du bist verwundet, gehe möglichst nah an Löwenzahnblume heran, um wieder gesund zu werden. Ach, hier ist die Löwenzahnblume. So, jetzt sind wir wieder. Alles klar. Was bist du? Drücke B, um die Vorwärtsrolle zu machen. Drücke und halte B, um zu rennen. Der blaue Balken oben zeigt an, wenn du diese Aktion durchführen kannst. Okay. Okay. Ah, alles klar. Was ist das hier für einer? Ist das ein Reittier? Okay, wir müssen wahrscheinlich darauf zulaufen und dann rollen, oder? Naja, sehr gut. Drücke RT, um zu schießen und drücke und halte, deinen Schuss aufzuladen. Wow. Okay, das mit dem Zielen, das ist gar nicht so einfach, wie man sich's denkt. Halte LT gedrückt, um Zielerfassung zu nutzen. Versuche, den Aktivator zu treffen und öffne das Tor. Das war der Aktivator, alles klar.
Ah, okay, man kann laufen und in eine andere Richtung auch gleichzeitig zielen. Okay. Leute, ich sag's euch gleich, das ist kein. Das ist, glaube ich, das wird für mich sehr schwierig werden, dieses Spiel zu spielen, weil man so eine Doppelkoordination hat und in sowas bin ich gar nicht gut. Es wird viel zu lachen geben. Achso, wir müssen hier eine Granate werfen. RT. Das ging gut. Einfacher als gedacht. Ah, da kriegt man auch irgendwelche Sachen oben rechts raus. Geld oder so. Wenn man hier Sachen kaputt macht. A, um zu öffnen. Ach, das ist eine Truhe. Okay, jetzt haben wir noch mehr Geld gefunden. Ich denke, das ist Geld, oder? Das sieht aus wie so ein Diamant. Also das Artwork gefällt mir sehr gut. Schneckenzitadelle. Alter. Okay, also es scheint tatsächlich so zu sein, als wenn Bambussaft hier eine Art Alkohol ist. Alter, dieses Gequatsche, ne? Da gehe ich dran kaputt, ey. Das kann doch nicht die ganze Zeit so weitergehen, oder? Okay. Crazy. Also, wie gesagt, das ist im Moment kriege ich hier echt noch zu viel mit dem ganzen Kram, weil ich mich permanent weglache. Verschleimt noch mal. Oh, Alter, ich geh kaputt. Okay, der lässt uns hier nicht durch. Gut, dann müssen wir auf die andere Seite. Hier kommen wir ja weiter, oder? Es scheint so, als hätten wir hier nicht wirklich viele Freunde. Okay, hier gibt es aber auch nichts. Das hier scheint irgendwie so die Packesel von denen zu sein, diese komischen Echsen da. Kopf von hier waren wir schon. Nee, hier waren wir noch nicht. Bar.
Okay, also es gibt hier auch noch irgendwie einen Hauptmarktplatz, den haben wir aber noch nicht gefunden. Ah, jetzt kommen wir auch hier oben drüber, oder? Nee, auch nicht. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Dann gehen wir. Hier, guckt euch mal diese riesen Kerzen an, wie geil, ey. Ich fand das als Kind in Toy Story schon immer cool, dass da irgendwie solche, ja, dass da eben so riesen Gegenstände, die wir als völlig alltäglich betrachtet, für so kleine, in dem Fall Spielzeuge eben so riesengroß vorkommen. Das fand ich immer sehr cool. Hat mich immer doch schon als Kind sehr fasziniert. Okay, hier waren wir schon. Ach, hier oben geht es, glaube ich, weiter, ne? Da sind wir, glaube ich, noch nicht gewesen. Treppe rauf, hier lang. Und ach, hier können wir auch noch mal reden. Meine Güte, ey, was für Waschlappen. Scheinen wohl die einzigen hier zu sein, die Bock auf Schlägerei haben. Okay, also ist jetzt gerade hier mit dem Wegfindung ein Problem, aber ach, hier unten ist doch der Marktplatz, oder nicht? Ach, jetzt kommt hier eine Cutscene, okay. Oh, já bacana, chata. Chama já, já, vó, já vai qua. Bem, do daí que a gente campo tungu e tal. Ia, trato com bambo tuicha. Ah, só vai. Mico da bimbo, mano. Ja, große Klasse. Da haben wir es natürlich jetzt schon direkt geschafft, hier verbannt zu werden. Wir kommen hier auch in keinen anderen Weg mehr rein, außer hier. Ja, ne? Ja, also die hassen uns alle. Wir verziehen uns natürlich gerne, wenn die uns alle nicht leiden können. Hier kommen wir auch nicht weiter. Es gibt eine, es ist jetzt recht linear, ne? Also wenn ich das so richtig sehe. Sprich, wir gehen hier raus.
Ich kann mir schon ungefähr vorstellen, wie das Ganze enden wird. Also wir haben hier die Nacktschnecken völlig vertrieben, obwohl die hier, ne, die bösen Typen alle, also obwohl die unsere Heimat bedrohen und wir müssen jetzt gucken, dass wir hier irgendwie versuchen, das Ganze noch zu retten. Walking, shopping, tanto, stando, so, wow, adagio. Coming, shopping, canto, bar, so, contin, pa, pom, pao. Je vais quoi, je vais quoi? E cosa pica, jungle, raton, com, pom, pao. Marchons combien d'amour? Chumakwava? Campa chumpantin, j'ai dans ton ton. Chumakwag, je pas quoi, mais je pas de java, je pas de va. Oh, je pas de va. Boah, ey, hoffentlich hört dieses Gequatsche jetzt auf. Ich werd da wahnsinnig dran. Das sind Nacktschnecken, oder? Die haben kein Gehäuse wie wir. Die müssen dran glauben. Da. Ist das schon mal erledigt. Danke für die Blumen. Sumpf. Unterlauf der Marat. Ja. Eins muss man Klit ja lassen, ne? Der Typ hat, oder ne, Zwitter sind ja beide Geschlechter. Zwitter sind ja beide Geschlechter. Schnecken haben ja beide Geschlechter inne und dementsprechend ist es weder ein Er noch eine Sie. Dementsprechend kann man jetzt sagen, wie man will. Kann jetzt das sagen, das Schnecklein. Ja, das Schnecklein. ja, also unser Hauptprotagonist hier hat ja natürlich, hat sich hier auf jeden Fall schon mal bei mir sehr bewährt gemacht. Hat hier, also bisher hat mich noch nicht einmal einer von denen getroffen. Doch, ach, das da ganz oben ist unsere Energie, ne? Diese Vierecke da oben. Okay, jetzt habe ich es auch verstanden. Jetzt wurden wir einmal getroffen. Oh, meine Freunde, ich habe eine Laserkanone. Wer will noch mehr? Wer hat noch nicht? Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, er hat sich hier auf jeden Fall schon mal bei mir bewährt gemacht, weil er hat sich als einzige Schnecke eine solche Knarre zusammenzimmern können. Das zeigt auf jeden Fall schon mal von seinem technischen Verständnis. Und vor allem, wie ich finde, eine sehr fortschrittliche Knarre für dieses Schneckendasein. Die Stimme, also die Sprache, die haut. Mann, harter Schlag, alles in Ordnung. Oh, das hat uns jetzt echt gut Energie gekostet. Okay, das scheint dann tatsächlich so eine Art Käfer zu sein, der beim Erschießen explodiert. Da müssen wir aufpassen. Mal gucken, ob hier oben dieser Löwenzahn uns noch heilen kann oder ob der jetzt weg ist. Ich glaube, der ist weg, oder? Ja, der ist weg. Schade. So, jetzt haben wir mal so ein Erste-Hilfe-Set benutzt. Ah, okay, wir hätten einfach das Fass zerballern können. Gut, das sind alles noch so Mechaniken, die muss ich mir erst antrainieren und gucken, wie das funktioniert. Aber ganz offensichtlich haben wir hier jetzt fast ein komplettes Nacktschneckendorf kaputt geballert. Also wir kommen unserem Heldenstatus auf jeden Fall schon mal näher.
Also ich muss sagen, grafisch gefällt mir das Spiel sehr gut. Was, du lebst immer noch? Ich sag ja, diese Koordination hier ist nicht so meins. Das muss ich erst noch lernen. Ja, da habt ihr. Okay, Fässer kann man nicht kaputt schießen. Hier die, auch diese Bleistifte jetzt hier, ne? Finde ich total geil. Streichhölzer. Finde ich mega witzig. Wie viel kriegt der? Wie viel bekommt er ab? Da. Bäm, Junge. Boah, wie geil, ey. Alter, dieses mit dem Zielen, das ist noch nicht so ganz meins, Leute. Da muss ich mich noch ein bisschen drauf. Ja, jetzt ist der aber hin, oder? Alter, habt ihr das gesehen, wenn die Knarre komplett aufgeladen ist, was die dann auseinanderfliegen? Richtig Arsch. Du brauchst einen Schlüssel, okay. Das hier sieht aus wie ein Kiefer. Ach, das ist krass, das ist ein menschlicher Schädel, oder? Was, sprechen? Ah. Eines Riesen, okay. Menschen sind ausgestorben, ernsthaft? Krass. Ist die Apokalypse hier schon abgelaufen? Ach, hier ist der Schlüssel, oder? Nee, es ist irgendein komisches Korn. Schau mal, Samenkörner vom Ralarbaum. Das heißt, wenn man genug davon sammelt, kann man damit seine Gesundheit verbessern. Ah, okay. Das ist natürlich auch schon eine sehr informative Sache. Kann man hier auch irgendwas machen mit diesem Topf? Nö. Okay, weiter geht's. Da kreischt irgendwas. Fertig, aus die Maus. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Mal gucken, wie lange man mit der aufgeladenen Waffe rumlaufen kann. Irgendwann wird die sich bestimmt automatisch entladen. Da kreischt wieder was rum. Ah, da bist du ja. Ach, verdammt, voll versemmelt den Shot. Da, Junge. Wir haben keine Energie, wir haben nichts mehr, um uns zu heilen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz schlecht. Ja, das ist jetzt nicht so geil, dass wir hier nichts mehr... warum bin ich da runtergefallen? Das ist so eine Leiter. Neuer Versuch. Okay, gut, jetzt sind wir wieder voll da. Oh.
Wo ist er jetzt? Hä? Da. Okay, gut. Wir haben es jetzt ein bisschen besser raus mit dem Schießen. Das ist der Key, das ist auch geil. Vorsichtshalber einfach mal auf alles ballern, was daherkommt. Jetzt können wir hier wieder hochlaufen, ganz komisch. Eben ging das nicht, da sind wir runtergefallen. Vielleicht ist das nur so eine Art Wegweiser. Da. Ha! Erstes Level auf jeden Fall schon mal gerockt. Sieht auf jeden Fall schon sehr cool aus. Hier, Grafik fällt mir sehr gut. Erinnert mich so ein bisschen an Apes Odyssey, falls das jemand kennt, oder Oddworld. Ja, also ich hoffe, es gefällt euch auch. Und mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Nettes Gameplay. Was das Zielen angeht, muss ich noch so ein bisschen trainieren, hat man jetzt gerade gemerkt bei dem Riesenwurm. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar Erste-Hilfe-Sets wieder. Sonst geht das hier, glaube ich, schnell den Bach runter. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, cooles Game. Die Schnecke, die um sich ballert, hier einen auf Rambo macht. Ausgesetzter, ausgesetzter, verrückter Typ. Ja, ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ihr neu dazugekommen seid, lasst mir doch ein Abo da. Würde mich sehr darüber freuen. Haut einen Kommentar raus, ein Like. Und ansonsten all die, das hier gerade neu zusehen, mir zusehen bei diesem Let's Play und auf dem Kanal schon supporten. Lasst mir doch mal eure Meinung da, was ihr so von dem Spiel haltet. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Muss ja auch ab und zu mal ein bisschen was zu lachen haben. Ich wünsche euch schon einen schönen Tag, ne? Wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Haut rein, bis dahin, ciao.